Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Ja, als allererstes, ich war hier in den Wald gefahren und dann kam mir jemand entgegen, der hat mich erkannt, ist ein Abonnent von mir. In diesem Sinne, Markus, nochmal herzliche Grüße. Wir haben da ein bisschen geschwatzt zusammen und werden dann zusammen als Unternehmen mal was auf den Grill schmeißen. Also Feuer oder Fondue, was auch immer. Gut, bisschen jetzt Faden verloren, die ganze Geschichte. Ich habe heute ein Thema, was ich mir schon lange überlegt habe und das habe ich jetzt endlich mal gemacht. Es gibt, werde vielleicht viel erzählen, aber auch viel dabei und ich kann nur sagen, ich finde, das wird spannend. Um was geht es? Wie im Titel beschrieben, es geht hier um einen Fluchtrucksack, aber nicht in diesem Sinne Fluchtrucksack, sondern es geht hier um einen urbanen Fluchtrucksack, also nicht direkt für den Wald. Lasst euch nicht verwirren, da vom blauen Anhänger, der war schon da, weiß nicht, wenn der gehört, ich muss jetzt so ein bisschen die Nummer abdecken vom Filmen, damit da die Nummer nicht erkannt wird, weil ich weiß nicht, wer mir gehört und will da nicht die Nummer öffentlich stellen. Um diesen Rucksack geht es nun, respektive um den Inhalt von diesem Rucksack. Also er ist auf der Waage 8 Kilo, also ist nicht schwer. Und was da hier drin ist, ist jetzt natürlich eine interessante Sache. Am Anfang gibt es jetzt trockene Theorie und dass diese Theorie nicht allzu trocken wird, habe ich mir da was mitgenommen und gönne mir da etwas, um die Kehle zu feuchten. Ich hoffe, es überläuft jetzt nicht gerade vom Schütteln. Und doch hat es getan, aber ist nicht so schlimm. Gut, trockene Theorie. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir einen Fluchtrucksack zusammengestellt, den eigentlich, ich sage mal, 90% von den Leuten können diesen benutzen, weil das ist nicht ein Rucksack, mit dem du ab in die Wildnis, ab in den Wald gehst oder so. Das sind alles nicht für mich nicht realistische Szenario. Kann sein, kann wirklich ein realistisches Szenario sein, aber ist sicher nicht der Hauptaugenmerk jetzt in diesem Video. Kommt ein Flugzeug oder Helikopter, ich muss schnell warten. So, Helikopter einigermaßen durch. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich stelle mir so vor, dass wenn, wir gehen jetzt mal davon aus, von einem Szenario, es kann irgendein Szenario sein, du musst, ich sage mal, dein Wohngebiet, dein Dorf, deine Stadt, musst du großräumig verlassen. Das heißt, es ist nicht irgendwie eine weltweite Pandemie, ein Stromausfall, ein weiß der Kuckuck was. Nein, nur realistisch, ein großes Gebiet muss evakuiert werden. Dann bekommst du eine Info und du kannst vielleicht, ich sage jetzt nicht, du musst alles liegen lassen. Du hast vielleicht, ich sage mir, ich gebe mal eine Stunde Zeit. Eine Stunde hast du Zeit, kommt die Behörden, Polizei kommt, klingelt oder Durchsage, Lautsprecher, bla bla bla. Bitte verlasst das Ganze, eure Wohnung. Die größte Wahrscheinlichkeit ist ja, dass man eigentlich zu jemandem, den man kennt, gehen kann. Also weiter weg oder so. Die zweite Wahrscheinlichkeit ist ja, dass man jetzt nicht in den Wald flüchtet, sondern dass man irgendwo geordnet zu einer Stelle kommt. Und die meisten Stellen sind ja im Prinzip Mehrzweckhallen, Turnhallen, größere Lagerhallen, so Sachen, wo man viele Leute im Prinzip unterbringen kann, dort Schutz haben. Das stelle ich mich vor, wäre eigentlich Festzelte, solche Sachen wären für mich realistische Orte, wo man hingehen könnte, wie auch immer, ob man es macht, ist sei dahingestellt. Ich habe mich jetzt mal so eingestellt, ich würde es jetzt mal so machen. Also, das heißt, ich gehe meinen Rucksack und dann werde ich dort mich in so einem Treffpunkt werde ich mich dann besammeln.
Ich muss da zwischendurch immer wieder eine Klammer aufmachen. Ich habe jetzt diesen Rucksack habe ich jetzt lange geplant. Ich habe eine Liste gemacht, ich habe mir vorgestellt, was nehme ich mit, wie mache ich es und alles. Und ich war eigentlich vorbereitet auf das Szenario. Also ich hatte alles im Kopf, ich hatte sauber eine Liste gemacht, was muss ich mitnehmen, was mache ich. Ich kann euch sagen, Leute, zu 99% reicht eine Stunde niemandem aus, einen Rucksack zu packen. Reicht einfach nicht. Vor allem schon gar nicht, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Dass es schon mal geht los, da geht schon 10 Minuten gehen durch. Was muss ich machen? Wo soll ich hin? Und was ist jetzt? Und dann weitere 5 Minuten, was soll ich mitnehmen? Eine Viertelstunde schon durch von der Stunde. Und dann das Ganze noch packen und mitnehmen, geht nicht. Ich habe schon organisiert, alles schön einpacken. Ich habe 2 Stunden gebraucht. 2 Stunden, um diese 8 Kilo da hier zu packen. Und war vorbereitet. Hatte alles schon, also nicht schön separat, aber ich wusste schon, was ich mitnehme. Schöne Liste, konnte alles abarbeiten. 2 Stunden. Gut, man kann jetzt sagen, ja, du bist ja langsam, das mache ich schneller und so. Aber schaut, lasst euch überraschen, was alles drin ist. Denkt ihr wirklich auch an alles? Ja, ich habe mir da so eine Liste gemacht. Ich habe sie auf die Schnelle im Prinzip ausgedruckt. Muss ich noch ergänzen, aber ich habe so Unterteilungen gemacht, wie ich mich das vorstelle, damit ich auch ein bisschen Anhaltspunkt habe. Ich muss schauen, ob ich es in die Videobeschreibung dann mache, die Liste. Aber im Prinzip sollte eigentlich jeder für sich ein bisschen Gedanken machen, was brauche ich, was muss ich mitnehmen. Ich habe mal, erster Punkt ist mal der Transport. In was soll ich das Ganze transportieren? Ich habe da mal ein paar Auswahl, klassischer Rucksack. Maximum 40 Liter. Würde ich jetzt sagen. Also ich packe mir nicht einen 110 oder 150 Liter Rucksack. Mache ich jetzt nicht. Ist nicht nötig, weil ich habe hier so viel drin. Ihr werdet staunen. Eine Sporttasche geht auch noch. Wäre auch eine Variante, eine Sporttasche. Hier würde ich darauf achten, dass sie so einen Riemen hat, weil in der Hand tragen wird auf die Dauer mühsam. Aber so mit einem Schulterriemen, da würde ich eine Sporttasche, würde ich absolut noch als okay sagen. Wer es mag, Seesack. Seesack kannst du alles reinschmeißen. Passt auch noch. Was ich nicht machen würde, auf keinen Fall. Ich würde nicht eine Papiertüte gefüllt neben die Türe stellen. Weil das finde ich schlecht. Auch eine Plastiktasche, so eine große, stabile, da vom großen Möbelhersteller gibt es ja. Oder von den großen Lebensmitteleinkaufläden gibt es ja auch. Ist stabil, passt viel rein, aber die trägst du dann am Arm und dann musst du immer, am Schluss machst du Übung Schimpans da mit langen Armen. Nein, das nicht, würde ich nicht machen. Rucksack maximal 40 Liter, Sporttasche geht auch noch, Seesack geht auch noch. Scheiße, ich glaube, dieses Video geht lang. Ja, dann habe ich unterteilt. Einmal habe ich Kleidung gewählt, einmal habe ich Hygiene gewählt, ein Punkt ist Komfort. Ein Punkt ist Diverses, ein Punkt ist Elektro, ein Punkt ist Werkzeug. Also ihr seht, es gibt schon das eine oder andere. Und ein Punkt ist Überleben. Also wir fangen mal mit der Bekleidung an. Ich könnte jetzt den Rucksack öffnen, alles zeigen, und so, aber man sieht es nicht so richtig. Ich werde am Schluss alles schön ausbreiten und dann können wir das Ganze nochmal anschauen. Kleidung. Als erstes habe ich gewählt, ein bisschen immer Notion, sagt man bei uns. He? Also, ich gehe davon mal aus, ich habe die Kleidung, die ich anhabe. Auf Mann, oder? Habe ich an. Das ist einfach so. Ich habe zusätzlich habe mich entschieden, meine Kleidung in Beutel zu vakuumieren. Hier einmal mehr, einmal weniger wegvakuumiert. Und das ist im Prinzip meine Ersatzkleidung. Hier drin sind einmal Unterwäsche, einmal Socken, einmal T-Shirt und einmal ein Longshirt.
Wir müssen entschuldigt für den Flieger, aber ich kann nicht jedes Mal ausschalten, der Flieger fliegt jetzt da seine Runden. Meine Überlegung war, wenn ich jetzt wirklich ersetzen, falls ich werde jetzt irgendwo, falle ich dummerweise in einen Fluss, einen Bach, ich bin pietschnass, alles so, und dann, ja, komme ich irgendwo an, dann kann ich mir sagen, ich kann Socken, Unterwäsche, T-Shirt und Longshirt kann ich anziehen, da habe ich trockene Sachen an und kann mich so im Prinzip wieder aufwärmen oder bin einfach trocken, anstatt dass ich da stundenlang in einer Mehrzweckhalle mit nassen Klamotten rumstehen muss. Jetzt muss ich doch wieder eine Pause machen. Die Schweiz ist ja nicht riesengroß, gebe ich ehrlich zu, aber hier, wir haben keinen Flughafen in der Nähe, das ist weit weg, kein Sportflugzeug, der dreht hier seine Runde, übt da Sturzflüge und alles und genau über mir. Genau, kein Mehrzweckhalle. Gut, Bekleidung, ich habe jetzt noch, ich nehme halt gerne ein Dreieckstuch. Ich habe das gern, das kann ich als Mütze brauchen, als Schal brauchen, auch irgendetwas, weil Hut habe ich nicht an, den habe ich nur heute an, sonst normalerweise trage ich keine Hüte. So ein Dreieckstuch finde ich gut, man kann eine Mütze nehmen, man kann ein Cap nehmen, eine, was einem einfach passt, aber man kann auch beides nehmen, aber irgendwo muss man ein bisschen Grenzen setzen. Dreieckstuch für mich passt, das ist dann schon wieder individuell, wie man da was machen will. Man kann auch einen Buff nehmen, habe ich auch noch dabei irgendwo, ist noch so ein Buff, ja, kommt auch noch, habe ich da, kommt nachher noch, so ein Buff habe ich auch noch drin, den kann man schön verstauen. Ja, und dann, warte ich noch, gehen wir weiter. Ich möchte zu jedem, möchte mir ein bisschen meine Gedanken, warum ich das so gewählt habe, ein bisschen erzählen, nicht einfach könnte nur jetzt die Liste, das mitnehmen, auslegen und das Video wäre vielleicht in 10 Minuten durch. Kann man machen, muss man nicht machen, ich mache es nicht so. Meine Beweggründe, warum ich das im Prinzip mitgenommen habe, ich möchte das irgendwie euch auch mit auf den Weg geben, und zwar bei der Hygiene kommt für mich ganz klar Toilettenpapier und feuchte Tücher, Hygienetücher, und das hat ganz klar den Grund. Wie gesagt, wir befinden uns im urbanen Bereich, also Zivilisation, eine Mehrzweckhalle, eine Turnhalle, ein Schulhaus, das hat dort Toiletten, das hat dort alles vorhanden im Prinzip, die ganze Infrastruktur ist da, sanitär. Aber jetzt müsst ihr vorstellen, dort nehmen wir mal 150 Leute. 150 Leute und sie vielleicht 4 oder 5 Toiletten sind dort. Kannst auch 10, lass es 10 sein. Wie schnell ist dort das Toilettenpapier verbraucht? Schneller als man glaubt. Und darum, nehmt eures eigene Toilettenpapier, wenn es dort hat, ist gut, könnt ihr das sparen. Oder könnt sagen, okay, ich bin so fair, ich habe meines, ich brauche das. Wer es nicht hat, kann dort nehmen. Nein, das ist der Beweggrund, warum ich das eigentlich so mitgenommen habe. Dann, das zweite ist, ebenfalls in einem Paket, und hier, vakuumiert. Plastik, ich weiß, aber das ist Plastik, das nicht täglich gewechselt wird, komme ich auch noch dazu. Und darum sage ich mal, ist das legitim. Vakuumieren, da ist es 100% dicht. Ich komme wieder zurück auf meinen Sturz in den Fluss. Voilà, Rucksack auch nass, Toilettenpapier nass, kannst du wegwerfen. Hier bleibt alles trocken. Dann ist hier ein Hygienebeutel Nummer 2. Ich sage mal, ich gehe davon aus, man muss nicht nur einen Tag, sondern vielleicht 2, 3, 4, 5 oder 6 Tage muss man dort bleiben. Und ja, schon im Prinzip nach einem Tag oder nach 2 Tagen will ich mich waschen, ich will die Zähne putzen, ich will ein bisschen frisch sein, oder? Und hier habe ich jetzt im Prinzip ebenfalls alles vakuumiert. Ja, ich muss da nicht alles abdecken, spielt keine Rolle. Hier drin ist im Prinzip eine Zahnbürste, eine Seife, eine Zahnpasta, es sind Wattestäbchen drin, es sind, ja, man sieht sie fast nicht, es sind so für die Zähne, wie Zahnseide ist drin, und Wäscheklammern. Wäscheklammern komme ich auch noch darauf zurück. 4 Stück an der Zahl. Habe ich ja einmal so gewählt. Keine Ahnung, ob genug oder wenig. Genug oder nicht genug. Aber
Das ist so im Prinzip ein Minimum, wo ich sagen muss, ja, also die Zähne putzen, Mundhygiene, Körperhygiene, das muss sein. Und hier bewährt sich jetzt auch wieder die Wechselwäsche. Da kannst du im Prinzip die Wäsche, man könnte jetzt noch ein Waschmittel nehmen, aber ich sage mal, Seife ist okay. Da kannst du wirklich auch deine Unterwäsche, Socken, T-Shirt, kannst du auswaschen und kannst sauberes anziehen und hängst es auf mit den Wäscheklammern zum Trocknen. Das ist der Gedanke, warum ich das so gemacht habe. Jetzt kommt noch ein Traktor durch, wieder Pause. Zugleich Hygiene, ist klar, habe ich wieder vakuumiert. Passt einfach und es ist praktisch, alles schön kompakt. Hier ist ein Waschlappen, natürlich schön in grün. Und hier ist ein Frottetuch, das ist so ein Mikrofaserfrottetuch. Ist jetzt nicht das saugfähigste, aber es funktioniert, es passt, von dem her ist gut. Hier ist auch noch was drin, das habe ich separat auch noch. Hier drin sind so, Ärztehandschuhe. Sind nicht mal, man kann sagen, nicht Einweghandschuhe, sind die richtigen Plastikhandschuhe, stabilen Handschuhe. Habe ich hier ein paar drin und sonst habe ich auch noch ein paar, weil das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, da denken viele nicht dran. Aber wenn irgendwo etwas ist, das musst du wegnehmen oder so und du willst das nicht anfassen, direkt mit den Händen und hast nichts anderes, kannst du diese Handschuhe nehmen. Von dem her sind sie hier drin, habe ich sonst auch noch mal. Dann zu guter Letzt, natürlich wollen wir auch gut riechen und dann nehmen wir hier, ich will jetzt keine Werbung machen, es ist jetzt einfach ein Deo, ist ja egal von wem, aber ein Deo, ich habe mich für ein Spray entschieden, dann kann ich noch ein bisschen nach dem Waschen Körper einsprayen, riecht gut, warum nicht, passt doch. Man könnte jetzt auch ein Deo-Roller nehmen, was auch immer, ein starkes Parfüm brauche ich jetzt nicht mitzunehmen, aber so ein Deo-Spray finde ich wirklich, das ist absolut nicht falsch, sowas dabei zu haben. Jetzt Thema Komfort. Und ja, es ist so, ich gönne mir diesen Komfort. Und das hat nicht nur einen komfortablen Grund, sondern das hat auch Köpfchen. Ihr kommt an dieser Halle, seid nicht alleine. Ich sage mal, bis so ein, wie soll ich sagen, ein System, die ganze Logistik aufgebaut, dieses Material hingetragen, also transportiert worden ist, da vielleicht für 100 Leute oder 150 Leute, das dauert. Das dauert. Das geht nicht nur eine Stunde. Das kann Tage gehen, würde ich sogar wagen zu behaupten. Wenn es jetzt nur lokal irgendwo ist, nicht so schlimm, wenn es vielleicht größer ist, kann das wirklich vielleicht Tage gehen, bis da Betten kommen, Matratzen kommen, Decken kommen. Also korrigiert mich jetzt hier in der Schweiz, wenn ich komplett falsch liege. Wenn ich jetzt sagen könnte, innerhalb 3 Stunden könnten wir in Zürich Festhalle, zack, für 500 Leute könnten wir Betten, Decken, Matratzen, alles organisieren, dass die bequem dort sein können. Korrigiert mich, wenn das so ist. Ich weiß es nicht, vermute es jetzt nicht. Ich habe dabei eine ganz kleine Isomatte. Für mich eigentlich zu klein. Ich passe da problemlos drauf, aber vielleicht die Füße, ich weiß nicht, wie groß die ist, die ist vielleicht eins, ich weiß es nicht auswendig, ist auch kein Maß drauf, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber wichtig ist, sie ist klein. Klein und aufblasbar. Sie muss nicht isolieren, sondern ich muss mich irgendwo, wenn ich halt, ich kann ja nicht immer stundenlang sitzen oder so, wenn ich mal hinlegen, also mich an den Boden legen will, habe ich hier zumindest eine Isomatte. Zugleich habe ich hier eine kleine Fließdecke, die quasi auch als Schlafsack funktioniert. Ja, jetzt kann man hier sagen, ja, aber du bist ja nicht draußen und so. Nichtsdestotrotz, wenn ich eine Decke habe, ich weiß ja nicht, vielleicht sind keine Wolldecken da oder zu wenig oder vielleicht habe ich einen erwischt, die müffelt, aber dann habe ich zumindest hier eine Decke, einen Schlafsack, Decke, wie auch immer, kann es um mich nehmen, kann hineinschlüpfen, passt. Zusätzlich habe ich für mich noch für ein kleines Kissen entschieden, ein aufblasbares Kissen, nimmt nicht viel Platz weg, passt, ist für mich einfach ein bisschen bequemer.
Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Tarp dabei. So, jetzt kann der eine oder andere sagen, jetzt hat er erzählt, will nicht in den Wald gehen. Jetzt hat er eine Isomatte dabei, ein Tarp dabei, ein kleiner Fließschlafsack dabei. Was will denn der mit dem? Ja, ganz einfach, meine Überlegung ist, es ist jetzt in Haaren, es könnte auch eine Unifarbe sein, aber ich habe keins in einer anderen Farbe. Wenn ich jetzt wirklich irgendwo in einer Halle bin und habe die Möglichkeit, irgendwie so einen Platz zu ergattern, der vielleicht ein bisschen im Ecken ist oder so, nicht so zentral, und kann mir mit dem Tarp ein bisschen eine kleine Privatsphäre machen. Das heißt, ich kann das irgendwo abspannen, muss nicht hoch sein oder so, aber da kann ich mir eine kleine Privatsphäre schaffen, oder wer es kennt, Zivilschutzanlage, die Betten dreilagig übereinander, ja, hast du das in der Mitte, das unterste, was auch immer, kannst du mit dem, kannst du abspannen, da hast du ein bisschen Minimum an Privatsphäre. Was auch noch eine Option ist, einzupacken, habe ich nicht dabei, aber werde ich dann einpacken, weil das ist nicht der finale Rucksack, aber ich sage mal, der kommt zu 80%, kommt dieser Rucksack kommt wirklich an das Finale, an den finalen Rucksack, wie ich ihn mir machen werde, kommt das wirklich nahe dran. Gehörpfropfen, Ohrenstöpsel, würde ich jetzt noch empfehlen für die Nacht. Ja, man kennt es, zu Hause ist man alleine, vielleicht mit dem Partner, Partnerin, wie auch immer. Und ja, ist sicher praktisch, wenn man dann die Ohrenstöpsel reinmachen kann und gut ist. Ob ist das gut, die AirPods, ja, geht vielleicht auch zum Schlafen nicht so bequem, aber Ohrenstöpsel wäre noch eine Alternative, wo man sich überlegen könnte, wo ich, das braucht keinen Platz, kein Gewicht, werde ich definitiv auch einpacken. Jetzt kommen wir schon zum Punkt Diverses. Und Diverses habe ich mal eingepackt. Schnur. Ich hatte da jetzt noch eine neue, original verpackte. Das sind 15 Meter, ist kein Paracord, ist so einfach eine gute, stabile Schnur. 15 Meter, ich lasse die, ich mache nicht kleine Bits, 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter, sondern wenn ich denn was brauche, kann ich es hier mir abschneiden. Von dem her ist das kein Problem. Dann habe ich, empfehle ich immer, so diverse Plastiksäcke mitzunehmen. Das ist jetzt hier ein ganz kleiner Raschelplastiksack, wo man da was rein machen kann. Hier sind Plastiktüten, also Abfalltüten. Das sind, ich glaube, das ist 35 Liter und das ist gerade 110 Liter. So, die wiegen nichts, brauchen auch keinen Platz. Kann man für viel Sachen brauchen. Dann habe ich mir hier noch ein Stück Alufolie. Ich habe mir das zusammengefaltet. Wiegt nichts. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Das ist einfach Sachen, die sind praktisch. Irgendwo kann man sagen, ach, brauche da eine Plastiktüte. Das passt, das gut. Dann habe ich unter Diverses. Bin ich ja. Diverses habe ich jetzt noch. Für mich, es ist simpel, aber ein Buch zum Beispiel. Ich habe jetzt eins dabei, so mal ein bisschen symbolisch. Habe ich mit eines eingepackt, dass man sieht, das geht rein. Das ist ein altes Taschenbuch. Habe ich noch geschenkt bekommen. Das ist hinten noch, man sieht es noch. Ja, die gute alte D-Mark. Also, das ein altes Taschenbuch. Ja. Muss nicht ein, das muss nicht so ein sein, es kann irgendwas, kann ein Roman sein, es kann ein Krimi sein, alles. Ich würde vielleicht nicht gerade das Blackout lesen, in dem Fall, ja. Aber ist trotzdem, so ein Taschenbuch kann man mitnehmen. Jaskarten ist immer cool, Jaskarten ist immer cool, immer. Da bist du irgendwo, plötzlich findest du Leute und dann bah, machst du ein Kartenspiel. Passt immer, so Kartenspiel passt immer. Ist besser als auf deinem Handy rumgamen, Gesellschaftsspiele. Das passt und Jaskarten, es gibt viele, viele Spiele mit den Jaskarten. Und ich gehe sogar so weit, habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, für mich jetzt kein Thema, ein Musikinstrument.
Es muss nicht gerade ein Klavier sein oder ein Schlagzeug. Wäre natürlich cool, wenn man das spielen kann. Aber ich denke hier zum Beispiel an eine Flöte. Wenn jemand keine Flöte spielt und gut Flöte spielt, warum auch nicht? Oder man kann auch eine Mundharmonika, also nicht zu verwechseln mit dem Hund von Monika, nicht den, kann man auch mitnehmen, wenn man einen Hund hat und eine Monika kennt. Nein, eine Mundharmonika, kleines Wortspiel. Das ist auch gut, warum nicht? Da bist du da am Abend und dann fängt einer an, ein bisschen mit der Mundharmonika zu spielen. Das gibt sofort eine andere Laune, eine andere Atmosphäre. Musik ist immer so ein bisschen, ja, Musik verbindet Leute, das finde ich cool. Und da würde ich mir, also wenn ich ein Musikinstrument spielen würde, ich habe mir schon überlegt, so Mundharmonika zu lernen, würde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre auch noch so eine Sache, die ich dann auch noch beim Diverses habe. Was immer noch gut ist oder auch gut ist, ist so, ich habe jetzt noch so einen Edding-Stift habe ich dabei, um was aufzuschreiben, anzuschreiben, umwickelt ein bisschen mit Panzertape. Jetzt kommt so ein bisschen das nützliche, kleine, kommt jetzt eigentlich so ein bisschen, was man noch mitnehmen kann, was nicht viel Platz braucht. Also Schreibzeug, Kugelschreiber, ein Bleistift, Papier, habe ich alles dabei. Da könnte man zum Beispiel auch Spiele machen, mit einem so Tic-Tac-Toe zum Beispiel, geht alles, kann man wirklich im Prinzip alles mit dem machen. Ja, das ist im Prinzip so ein bisschen, ja, das individuell, jeder kann da vielleicht selber noch etwas mitnehmen, wäre auch cool, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr ergänzen würdet, was ihr gar nicht gut findet, vielleicht noch einen Kommentar, warum und wieso, weil ich finde, ich habe mir da schon zwei, drei Gedanken gemacht, von dem her ist das eigentlich, finde ich diese Zusammenstellung da hier gar nicht so verkehrt. Jetzt sind wir ein bisschen schon beim, beim Elektro angelangt. Ich habe mich hier für eine kleine Stirnlampe entschieden. Weil hast du wirklich beide Vorteile. Du kannst sie als normale Taschenlampe brauchen, du kannst sie als Stirnlampe brauchen, du hast die Hände frei. Stirn- und Kopflampe, wie auch immer. Ich brauche nicht eine riesengroße solche mit irgendwie 1000 Lumen oder so. Absolut überflüssig. Diese Lampe hier ist eine ganz günstige, aber die hat sich bei mir tausendfach bewährt. Die hatte ich lange, hatte ich im Prinzip nur die Lampe dabei. Da habe ich eine Batterie drin, die hält ewig. Also die braucht nicht viel Strom, die hält ewig, hat zwei Leuchtstufen, das reicht. Und natürlich auch hier ein Pack Reservebatterien, weil hier passen prima fein. Die Doppel-A-Batterien passen hier rein. Also, was will man mehr? Und ich habe auch keine drin, ich habe die hier nur verpackt, die ist leer, also geht nichts, brauche ich auch nicht, weil das wird so im Rucksack gelagert. Dann kommt noch dazu, habe ich hier jetzt, ich habe es nicht ausgepackt, aber ein USB-Kabel, der hier mit diversen Anschlüssen, aufgepasst. Dieses Kabel ist kein Datenkabel, das ist rein zum Geräte laden. Also ich kann über den USB-C-Anschluss nicht von meiner GoPro Daten runterkopieren oder von sonst einem Gerät oder eine USB-C-Festplatte anschließen. Funktioniert nicht. Das ist ein reines Datenkabel. He? Gut, man könnte jetzt sagen, ich könnte noch einen Netzstecker nehmen. Habe ich jetzt nicht, werde ich noch machen. Wollte ich eigentlich auch noch mitnehmen, aber... Ihr seht, ich lerne auch noch dazu, obschon ich es wirklich überdacht habe, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich werde die Liste nochmal ein überarbeiten und dann kommt das auch noch rein. Finde ich gut, weil hier habe ich USB-C, ich habe Micro-USB und für iPhones zu laden oder iPads zu laden, muss ich nicht verschiedene Kabel mitnehmen. Ein Kabel reicht und ich muss nicht Daten transportieren. Das, von dem her muss ich sagen, passt das da hier. Ja, Elektro, das ist eigentlich schon alles, was so Elektro ist. Dann kommen wir im Prinzip zum, ich habe es unter Werkzeug. Für mich, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich mir hier wirklich schon so eine, habe ich außen drin,
griffbereit. Upsala. Hier eine, ich sage ja, der endete Tasche gemacht habe. Und da ist wirklich viel drin, tendenziell für den urbanen Bereich ist hier viel drin, also kann es im Wald auch brauchen, aber das ist die, die ich im Prinzip in meinem Rucksack zur Arbeit, ist echt die immer dabei, ist immer drin, griffbereit, also ich werde es jetzt nicht alles auspacken, das gibt ein anderes Video, das würde hier den Rahmen sprengen, das mache ich gerne in einem anderen Video, werde ich euch die Tasche zeigen. Ich gebe euch so mal ein paar Tipps, was ich mir notiert habe, was Sinn macht, mitzunehmen. Also ich habe eben in der Liste habe ich Werkzeug, Ende der Tasche, alternativ. Was sicher immer gut ist, ist ein Multitool. Mit einem Multitool deckt man sozusagen, ja, schon mehr als die Hälfte deckt man eigentlich ab. Ein gutes Multitool, ich muss es leider sagen, spart nicht. Also, ich meine, spart nicht, doch, spart auf ein gutes Multitool. Nehmt nicht ein günstiges. Nehmt eins von Leatherman, von Victorinox. Was gibt es noch? Werkzeughersteller, ich weiß nicht, ob Bosch, Makita, ob die da haben was. Aber ich empfehle euch ganz klar, entweder ein Leatherman oder ein Victorinox. Kostet Geld, kostet wirklich viel Geld. Das ist so. Das tut weh, aber das hält ein Leben lang, wirklich. Ja, Multitool, dann das obligate Feuerzeug. Feuerzeug, Streichhölzer, kann beides mitnehmen. Dann das gute alte Panzertape, würde ich immer mitnehmen. Da habe ich hier auf dem Edding, habe ich hier aufgewickelt. Demher ist das, passt das. Für mich ist noch, habe ich mir auch gegönnt, ist ein, schaut mal nach, ein Knipex-Tool. Knipex-Tool, Schrägstrich Architektenschlüssel. Das sind so Tools, mit denen kannst du viel. Im, sag mal, öffentlichen Bereich, zivilen Bereich, da kannst du wirklich, ja, schaut selber nach, du kannst viel machen mit dem. Also nur ein kleines Beispiel, du kannst die Polder, die da gesteckt sind, die Metallpolder, Dreikant kannst du öffnen, Straßenlaternen kannst du öffnen, wie auch immer. Dann würde ich empfehlen, ein, also, da muss ich jetzt Klammer aufmachen, von der Schweiz. Anderen europäischen Ländern weiß ich es nicht, ob das auch so ist. In der Schweiz ist ein gängiges Schloss ist das Kaba-Schloss, also Kaba 5000. Wenn du einen Kaba-Schlüssel hast, 5000er, man hat früher hat man gesagt, Handwerkerpass ist das gewesen. Das hat im Prinzip, jeder Handwerker hatte einen Kaba 5000er Schlüssel. Der öffnet einem so die eine oder andere Türe, dieser Schlüssel, ist praktisch, ja, und ist doch legal zu haben. Dann habe ich Draht, habe ich in meiner Ende der Tasche ein bisschen Draht, muss nicht viel sein, ich habe da schon ein bisschen ausgemistet, ich hatte zu viel dabei, brauche nicht so viel Draht, aber so ein Stück Draht finde ich gut, cool. Und dann das Thema Ersatzlampe. Ersatzlampe komme ich eigentlich nur dazu, habe ich jetzt eigentlich auch drin. Im der Ende der Tasche habe ich noch eine kleine Taschenlampe mit einem Akku betrieben von Olight. Zum anderen komme ich noch dazu, betreff Ersatzlampe. Was immer cool ist, was ich immer noch mitnehmen würde, ich habe das hier außen im Rucksack, ist so eine kleine, wenn sie rauskommt, nächstes in Plastiktüten, so eine kleine Tragtasche. Das ist, muss nicht genau so eine sein, aber finde ich cool. Die Reißverschluss ist kaputt, da kommen dann noch Pferde durch. Reißverschluss ist hier leider kaputt, aber das spielt keine Rolle, den brauche ich ja nicht groß. Das ist so eine Tasche, kannst du öffnen. So, dann könnte man Werbung machen, was wir nicht wollen. Und hier kannst du natürlich schön, so, dann mit Henkel und dann kannst du einkaufen gehen, kannst was transportieren. Super Tasche, ist stabil, also von dem her muss ich sagen, passt das. Leicht, kein Gewicht, also das wiegt gar nichts. So eine würde ich immer noch empfehlen, oder so eine Alternative dazu, kann auch ein Plastiksack sein, zusammengerollt, passt auch.
So eine Alternative würde ich immer mitnehmen. Das finde ich cool, wenn man was sonst transportieren will. Und wie gesagt, es wiegt nichts. Ja, und dann natürlich das obligate, gute, alte Taschenmesser. Da habe ich genug dabei. Also hier auch, nehmt ein Victorinox Taschenmesser. Die sind jetzt preislich noch okay. Also so ein Standard Victorinox Taschenmesser mit deiner Klinge, mit deiner Schere. Die meisten haben Epingsetten drin und alles. Und hier kann ich euch vielleicht vorab schon sagen, was ich machen würde. Ich habe das auch schon mal vorgestellt. Ich muss das schnell rausnehmen. Ich habe hier, ja, das ist ein gelbes, aber es ist kein Problem. Sieht man gut, dass im Boden fällt. Hier, dieses, da, dieser kleine Schraubendreher, ja, konnte ich vorhin gerade brauchen, beim Mikrofon, mal eine kleine Schraube locker, konnte ich sie schon mit diesem anziehen. Würde ich, auf jeden Fall, kostet nicht viel. Und wie gesagt, die meisten haben hier schon eine Pinzette drin noch, ja, das finde ich cool. Und so, das ist wirklich nur ein Standardmesser mit einer Klinge, großen Klinge, kleinen Klinge, Schraubendreher, Büchsenöffner. Also ihr kennt sie zu Genüge, muss ich nicht mehr vorstellen. Ich würde so eines empfehlen, weil ist von mir aus gesehen halt nach wie vor eines der besten Taschenmesser. Das Thema Nahrung habe ich ja auch aufgelistet, weil auch hier wieder mein Hintergedanke, also zu den anderen Sachen habe ich jetzt nicht mein Hintergedanke überall gesagt, das ist so ein bisschen Standard, also Sackmesser, Feuerzeug. Wenn es wirklich, wie gesagt, ich bin immer noch bei meinem Szenario, dass da 150 Leute sind, bei der Logistik und jetzt, ja, irgendeinmal so einen Tag würde ich es aushalten, aber doch schon, wenn ich jetzt am Morgen gehen müsste und ja, Knall auf Fall. Gegen Abend hätte ich schon Hunger. Oder irgendwo mal auf ein bisschen, ja, was ist einfach, man sagt ein bisschen Lust auf irgendetwas. Und da habe ich mir eigentlich das so vorgestellt. Also ganz klar ist unumstritten Wasser. Wasser muss einfach dabei sein. Ich habe mich hier für einen halben Liter entschieden. Es würde sogar ein Liter reingehen. Vielleicht mache ich das dann auf einen Liter. Einfach ein stilles Wasser, frisch kaufen und dann zack, ab in den Rucksack. Weil, ja, einen halben Liter, das reicht schon mal gut, wenn man Durst hat, kann man es trinken. Und irgendwo gibt es sicher noch etwas, wo man schnell die Flasche wieder füllen kann. Glaube ich, das ist jetzt nicht das Problem. Das würde eigentlich passen. Einen halben Liter ist für mich das Minimum und das reicht auch nach für hier. Ja, dann habe ich ein bisschen der Reihe nach, dass das einigermaßen aufgeht. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich kann direkt ja schon ein wenig vorgreifen. Nein, ich greife nicht vor. Dann habe ich mir, ja, spielt keine Rolle, ich habe jetzt hier verschiedene Sachen mal so beispielshalber eingepackt, was man nehmen könnte. Und das ist auch hier ein bisschen individuell. Ich habe jetzt auch noch so eine vom Notvorrat, eine Schokolade. Die läuft übrigens dieses Jahr ab. Aber die habe ich etwa schon 3 oder 4 Jahre und die kann ich gut noch einmal 1-2 Jahre haben. Dunkle Schokolade, so für das Süße. Dann habe ich hier einmal eine Tomatensuppe. Auch schon abgelöffelt, aber die kann ich noch nehmen, problemlos. Dann habe ich hier so Kaffeepads. Man könnte auch Tee nehmen, das würde auch gehen. Und dann so ein süßer Riegel, die hier, Honigriegel mit Nüssen, die sind ewig haltbar, ewig. Und für mich halt Salz. Als Schweizer sollte ich eigentlich Aromat nehmen, ich weiß, vielleicht mache ich da sogar ein kleines Aromat rein. Aber Salz ist für mich einfach das A und O. Kommen dann auch noch gleich dazu, warum und wieso. Gut, übrigens habe ich hier noch Schnellkaffee. Das sind so Ideen, oder, wie man das machen will. Der hält auch ewig da drin, also das ist kein Problem. Ja, übrigens hier ist der Buff, den ich da noch in der Flasche hatte.
Ja, dieser Elastikbuff kennt man. Ich komme zum Szenario wieder. Und das Szenario ist ja immer noch dasselbe. Wir sind dort 150, 200 Leute. Und jetzt kommt die Logistik mal in Fahrt. Und jetzt kommt vielleicht auch mal jemand, der Kaffee, Tee oder irgendetwas hat. Und jetzt kommt er natürlich auch mit Becher. Jetzt hat er 100 Becher. Ich bin nicht der Vorderste, ich bin weit hinten. Und ja, die 100 Becher sind weg. Und was ist jetzt? Warten, bis jemand ausgetrunken hat, mir den Becher gibt. Schön, möchte ich nicht unbedingt. Darum habe ich mich entschieden, ich nehme einfach einen Becher mit. Den packe ich ein. Ein Metallbecher. Ich würde auf jeden Fall einen Metallbecher nehmen. Hundertprozentig. Oder Titan oder wer mag Alu, aber ich würde nicht, also Glas, das steht auf einer, Plastik würde ich auch nicht nehmen. Wenn es gar nicht anders geht, es gibt auch gutes Plastik. Aber Metallbecher ist kein Problem. Und im gleichen Atemzug ist das natürlich auch mit dem Essen. Kommt vielleicht, ja, das Zivilschutz bringt da die Kisten mit Essen, eine Fassstraße wird gebildet und dann, ja, ist es wieder 100 Teller, du bist nicht der Vorderste, wieder warten, bis jemand fertig ist. Nein, ich habe hier mich jetzt sogar für mein Tatonka Geschirr oder Aufbewahrungsbox entschieden. Ich werde mir effektiv eine zweite kaufen, weil die werde ich definitiv nutzen. Hundertprozentig, weil hier hatte ich jetzt die ganze Nahrung. Da Schokolade, das, alles, das ist alles drin, kann ich schön reintun. Und das reicht für ein bis zwei Tage. Also werde nicht dick während dieser Zeit, aber ja, schon nur die Schokolade, das füllt schon. Und ich komme noch weiter dann, warum und wieso ich das so gewählt habe. Hier habe ich dann im Prinzip, kann ich, voilà, mit meinem Blechgeschirr hin und ist eine schöne Portion, also wenn die voll ist, kann ja auch Suppe sein. Ich habe mich zuerst für einen Metallteller entschieden, aber dann habe ich gedacht, nein, das ist ja blöd, hier habe ich zwei Fliegen auf einen Streich, ich kann alles reinmachen, habe noch einen Deckel, kann es noch zudecken, was auch immer. Habe mich wirklich für das entschieden. Und zu guter Letzt, wir wollen nicht mit den Händen essen und da nehme ich einfach ganz klar bequem Löffel und Gabel. Sackmesser habe ich, das hat sich schon bei uns in der Schweizer Armee bewährt, ist von der Schweizer Armee. Von dem her muss ich sagen, passt perfekt, ist Edelstahl, was willst du mehr? Ja, dann bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe dann gedacht, ja, wie weit willst du gehen mit Kochen? Wir sind ja irgendwo im urbanen Gebiet, also ich mache mir nicht ein Lagerfeuer, gehe auch nicht für einen Kaffee zu machen, irgendwo, weiß doch nicht, 2-3 Kilometer in den Wald, mache mir einen Kaffee, komme zurück, mache ich nicht. Ich habe mir jetzt wirklich für einen Notkocher entschieden, und zwar für den Esbit-Kocher. Und hier, den habe ich sogar eingeschweißt, also auch vakuumiert, weil da hier sind 4 Esbit-Tabletten drinnen, ein Windschutz ist drin und der Esbit-Kocher. Und der, das Schöne ist, passt auch noch hier rein mit allem drum und dran. Habe ich so alles eingepackt, das passt auch. Tasse, Wasser, Esbit-Tablette, Kaffee, ja, Tee, wenn es lang geht, die Logistik nicht so schnell ist, muss ich sagen, für mich tiptop. Und ich werde mir auch noch wieder einen zweiten kaufen, weil das wird der sein, den ich wirklich dann auch in den Rucksack mache. Ja, habe mich doch entschieden, aber wie gesagt, es ist nur ein Notkocher. Ich habe zuerst noch überlegt, oder alternativ wäre auch der von der Schweizer Armee. Würde auch passen. Aber hier, ja, Esbit passt. Der andere würde auch gehen. Passt eigentlich beides. Aber Gaskocher würde auch gehen. Kleiner Gaskocher wäre auch noch eine Lösung. Weil Gas, eine Gasflasche, die hat 20, 30 Jahre. Aber nein, wäre echt kein Problem. Man könnte auch Gas. Kleiner Gaskocher, Gasflasche,
würde auch gehen. Wäre ein bisschen größer dann als der, aber im gesamten vom Rucksackvolumen würde es natürlich passen. Jetzt kommen noch so ein paar andere Sachen und wie gesagt, das sind hier diese Handschuhe, da hier, die Plastikhandschuhe, habe ich ein paar direkt im Rucksack griffbereit und ein paar habe ich vakuumiert, verschweißt. Zu diesem ja, kommt noch so diverses, wo ich sagen muss, ja, habe ich mir jetzt wirklich auch noch eingepackt. Und zwar sind das hier meine Arbeitshandschuhe von zu Hause. Benutze ich viel zum Rasenmähen, Hecke schneiden, was umgraben im Garten, etwas zum Werkeln. Ich habe auch schon, wenn sie neu sind, sind sie noch fast ein bisschen haften gut, also für den Umzug. Habe ich euch auch schon mitgenommen, war einer der wenigen, der Handschuhe hat beim Umzug, war aber froh, so schafft Möbel zu tragen, geht viel einfacher. So ein paar Handschuhe würde ich mitnehmen, sind einfach drin, also kosten nicht viel, kein Gewicht und also es ist immer praktisch, so einen Handschuh zu haben, finde ich persönlich, ja, das passt. Und wenn ihr denkt jetzt, ich habe was Wichtiges vergessen, muss ich euch enttäuschen. Habe ich nicht. Und zwar habe ich hier mein Erste-Hilfe-Set. Das ist ein selber zusammengestelltes Erste-Hilfe-Set. Und hier ist nebst Erste-Hilfe ist hier auch noch ich packe jetzt nicht alles aus, aber das kann ich euch schnell zeigen, was ich hier drin habe. Mal schauen, dass mir nicht alles runterfällt. Und zwar habe ich hier cool, ein so kleines Nähset habe ich noch dabei. Nicht für Wunden zu nähen, nein, das ist wirklich um einen Knopf anzunähen, ein kleines Loch in der Hose oder Socke zu stopfen. Für das habe ich eigentlich das gedacht und jetzt bin ich nicht mehr in der Lage, das schön zu schließen, weil das so kompakt ist. Machen wir dann später. Das erste Hilfeset. Dort ist auch noch Rettungsdecke drin, alles. Und das ist das eine, was ich habe. Und das andere ist griffbereit. Das ist weit unten, griffbereit, ganz klar. Zack, das ist jetzt, ja, keine Werbung machen. Keine Tasche, hier kannst du öffnen. Und da drin ist wirklich das Nötigste. Hier sind Pflaster drin, Desinfektionstücher drin. Wirklich das, was man bei einer kleinen Schramme auf die Schnelle braucht. Das habe ich im Prinzip hier auch noch drin. Eine kleine Schere ist auch drin. Ja, was habe ich noch drin? Zusatzakku für Kamera? Nein, die braucht man natürlich nicht. Ja, individuell, wenn man was will jetzt noch, ich habe das mitgenommen. Mal so zum Ansichtshalber. Man kann zum Beispiel ein kleines Radio. Ich habe mir jetzt hier ein kleines Funkgerät mitgenommen. Da hier. Also das ist ein CB-Funkgerät, also aus einem 11-Meter-Band. Das hat wirklich eine gute Reichweite, klar mit der Gummiantenne nicht. Aber hier könnte man, gerade im Wald hörst du natürlich jetzt nichts, aber das wäre so eine Alternative, wo man mal... Ah doch! Man hört schon hier eine andere Station. Ja, das ist ein anderes Thema. Habe ich mir jetzt eingepackt. Ob ich es definitiv einpacken werde, weiß ich nicht. Das ist mal so, ja, muss jeder selber wissen. Ich habe jetzt mal reingetan. Vielleicht kann man mit jemandem noch kommunizieren. Man könnte auch zwei, die kleinen, wie heißen sie, die auf dem 144 MHz Funkgeräte da, die C, weiß den Namen nicht mehr von denen. Die kleinen dann, die man die Antenne nicht wegnehmen kann, die fixen. Und ja, könnte man vielleicht so eins nehmen oder zwei mitnehmen, dann kannst du mit jemandem, der da noch irgendwo ist, ein Funkgerät. Muss man nicht, kann man, wenn man will. Aber das ist so, nur so eine Idee. Und dann, was ich noch habe, muss ich ja selber wissen, ich habe jetzt noch eins gefunden, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das noch habe. Habe jetzt hier noch einen kleinen Pfefferspray. Werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch fix in diesem Rucksack haben, weil ich brauche den sonst nicht.
Ja, ist immer praktisch, so manchmal vielleicht, ja, warum auch immer, aber das ist natürlich nützlich, finde ich mal. Überall Taschentücher natürlich, das ist ein Muss, das ist auch verschweißt der noch Taschentücher, das passt dann natürlich. Jetzt kommen wir langsam ans Ende. Ein Gegenstand, ihr habt ihn sicher schon auf dem Tisch irgendwo gesehen, was ich garantiert, und ich weiß nicht, wie viele daran denken, was ich mitnehme oder einpacke, zu 100%. Hier, meine Adiletten. Ja. Meine Adiletten, die werde ich zu 100% werde ich die einpacken. Und warum? Ganz einfach, man will ja nicht immer in den Schuhen rumlaufen, sondern die Schuhe mal ausziehen. Und vor allem, wenn du irgendwo eine Dusche hast, man kennt es, Hallenbad und alles, jetzt hast du irgendwo in einem Schulhaus, hast die Möglichkeit zu duschen, du nutzt die Möglichkeit, sind vielleicht keine Kabinenduschen und es sind Leute vorher, nachher, also das ist ganz klar, Adiletten oder könnte auch die Crocs sein, Crocs heißen sie, glaube ich, könnte es auch sein, das passt prima, dann ja, im Prinzip wie auf dem Campingplatz. Ja, noch Anmerkung, Salz habe ich vergessen. Da kommt eben das zum Zug, gibt zu essen, ich bin einer, der gerne Salz hat, ich kann ja nicht fragen, können Sie mir noch ein bisschen Salz reingeben, dann kann ich selber nachwürzen, wiegt nichts, Salz, ewig salzbar, von dem her passt das. Was man noch machen könnte, ist so ein kleines Honigdöschen, könnte man auch, weil Honig ist auch lange haltbar, das ist kein Problem. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich sozusagen fast am Schluss. Nein. Schluss bin ich noch nicht. Punkt Überleben habe ich noch. Und jetzt denkt sich der andere, Überleben, der hat ja schon so viel. Was will der jetzt noch, was wirklich wichtig ist zum Überleben? Und zwar hier. Kleiner Beutel. Hoffe, ist alles drin, was ich. Ja, genau. In diesem Beutel. Ob ich das wirklich so handhaben werde, weiß ich nicht. Ich werde das ja so handhaben, aber dieser Beutel wird bei mir nicht im Rucksack sein. Aber der wird an einem Ort sein, wo ich es weiß, aber nicht im Rucksack. Und zwar ist hier im Prinzip nicht mein Leben drin, muss man nicht so, aber einmal ist hier simpel ein USB-Stick. Ja, man weiß es schon, der ist jetzt nur symbolisch, da hier ist nichts drauf, aber ich habe einen USB-Stick und dort sind alle meine Verträge von der Wohnung, von allem, von Versicherung, von bei uns in der Schweiz haben wir Heimatschein, ID-Kopien, Passkopien, Banksachenkopien, alle Kopien, alles ist dort auf diesem Stick hinterlegt, mit einem Passwort verschlüsselt und das ist alles ist hier drauf, also wenn, also nicht hier, symbolisch auf einem Stick, es kann auch eine SD-Karte sein, es kann irgendwas sein, aber das finde ich persönlich, mache ich, da habe ich wirklich irgendwo, wenn es wirklich was Größeres ist und so, habe ich meine Daten zu mir, meine Person, quasi mein, ich sage mal, wie sagt man dem, nicht mein Leben, aber ja, ich kann mein Leben in der Schweiz bestätigen oder so, einfach, ich habe die ganze, ich weiß den Namen nicht, wie man den sagt, einfach, dass die Gemeinde, Behörden, mein behördliches Leben ist im Prinzip hier hinterlegt und dass mein Heimatschein, die Niederlassungsbewilligung, dass ich hier wirklich auch sein darf, dass ich hier bin, ist alles hier drauf nachher. Gut, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, symbolisch habe ich jetzt mir hier ein 50 Franken Gutschein Geld. Ich sage nur, jeder handhaben, wie er will, aber Geld ist für mich nach wie vor noch Bargeld, ein Zahlungsmittel, das man sicher noch
haben kann auf dem Mann, das ist kein Problem. Ne? Gut, und dann zu guter Letzt, wenn es jemand hat, sind Wertsachen. Ich habe hier symbolisch mal so ein Goldvreneli. Es ist nicht alle Welt, aber wenn man vielleicht viele hat, ist es doch alle Welt. Und hier symbolisch so eine Silbermünze. Einfach so Sachen, so Wertgegenstände, Schmuck, teure Uhren, solche Sachen. Würde ich griffbereit einem guten Ort, nicht im Rucksack, ganz klar nicht, aber das würde ich sicher mitnehmen. Also nicht gerade ein Louis Gaz-Stuhl oder ein Tisch oder so, Möbel würde ich nicht mitnehmen, aber so kleine Sachen, vielleicht, es gibt Leute, die haben Gold zu Hause, meine, Goldschmuck und so, das ist, haben viele und ja, ist doch, ja, meine, hier Goldschmuck, da Goldvreneli, da eine Silbermünze, da eine Kette, da eine Brosche, hier ein Diamant, gibt dann auch viel, oder? Und das einfach so zurücklassen, wenn man nicht weiß, ja, kommt man morgen zurück, übermorgen zurück, würde ich auf jeden Fall, gut, bei mir müsste dann ein Lastwagen kommen, hä? Nein, Spaß beiseite, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, also ich mache das, auf jeden Fall muss jeder selber entscheiden. Was noch dazu kommt, ist genau noch überlebenswichtig, ist für mich jetzt nicht so ein Thema, Medikamente. Also in so einem Rucksack müssen zwingend, wenn jemand Medikamente nehmen muss, und zwar Kopfschmerztabletten oder so, ich bin jetzt einer, der nicht viel Kopfschmerzen hat, ich nehme eigentlich, ich brauche nicht Medikamente. Demher ist das jetzt für mich nicht das große Thema, aber wenn jemand viel Kopfschmerzen hat oder so, klar könnte man immer eine Kopfschmerztablette, einen Tafalgan oder so, ist eigentlich gut, gehört einfach im Erste-Hilfe-Set, könnte man so auch machen, werde ich vielleicht auch noch so etwas reinpacken. Aber wenn jemand Tabletten, wichtige Tabletten, darum immer der hier Rucksack gehört rein, die darf man nicht vergessen, muss abschätzen, wie lange, wie viele, was man hat, oder? Aber ich sage mal, so für eine Woche würde ich auf jeden Fall, besser wäre für 2 Wochen Reserve haben, weil in diesen 2 Wochen kommt man sicher Zugang zu Medikamenten, und wenn man in 2 Wochen nicht zu Medikamenten einen Zugang hat, ist das ganze Ausmaß dann schon etwas größer, he? Dann werden noch andere Probleme kommen. Aber so für 1 bis 2 Wochen, 2 Wochen würde ich sagen, müsste man die Medikamente mitnehmen oder bereithalten, doch mitnehmen. Leute, die Zeit vergeht. Ja, muss ich mal aufstehen, weil sonst setze ich mir da meinen Arschwund. Jetzt habe ich so fast, also gefühlt, es ist fast 1 Stunde durch. Ich hoffe, das Video wird nicht so lange, dass es 1 Stunde wird. Aber trotzdem wollte ich das jetzt wirklich so gründlich erklären. Ja, was noch ist, kommt natürlich der eine oder andere, betrifft Bekleidung. Der sagt natürlich jetzt, ja, Winter, minus 10 Grad draußen, und du da mit deinem Unterwäsche und Longshirt und fällst noch in einen Bach und alles. Ja, gebe ich recht, aber man muss vorstellen, man ist zu Hause. Also ich mache es jetzt mal so. Im Winter ist bei mir, bei der Garderobe, ist ein Wintermantel. Sind Schuhe, sind Winterschuhe. Ich bin Winter angezogen. Ich habe nicht gerne kalt. Also ich war so, das ist meine Kleidung, war so heute im Büro. Heute Morgen habe ich noch gearbeitet. Ich habe meine Kleidung, Entschuldigung, meine Kleidung immer an. Und darum, wenn es ja losgeht, da gehe ich hin, nehme die Jacke, die Kappe, die warmen Schuhe, den Schal, den Rucksack und bin raus. Im Sommer, da hier T-Shirt, so wie jetzt, wir haben, lass es noch 15 Grad sein, bin ich so. Und ich muss ja nicht für ein Jahr draußen was machen. Nein, ich muss nur von A nach B irgendwo abgeholt werden oder sein. Ist ja jetzt so. Und da habe ich auch Hosen raus, vielleicht noch eine dünne Jacke, hängt irgendwo, hängt sicher noch eine an der Garderobe, und dann hin, Rucksack nehmen und raus.
Und von dem her spielt es keine Rolle, was ist für eine Temperatur. Wenn es regnet draußen in den Strömen, packe ich mir schnell die Regenjacke noch ein oder nehme einen Regenschirm mit. Regenschirm wäre auch noch ein Thema, könnte man einpacken. Das sind Sachen, wo für mich, es ist nicht ein Szenario, wo ich wirklich schlafend, nackt rausrennen muss, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Also ich habe meine Kleider, sind in der Wohnung. Ich stehe auf, schlüpfe meine Hosen, meine Socken, T-Shirt, Jacke, ziehe Schuhe an, nehme Rucksack und bin draußen. Das geht immer. Also von dem her habe ich mich jetzt nicht auf eine spezielle Jahreszeit verlassen oder sage, im Winter nehme ich noch einen dicken Pulli mit oder so. Nein, mache ich so nicht. Das nächste Thema ist noch, ja, in aller Munde hat man ja immer das Smartphone. Hier komme ich auch gleich dazu, fast jedes Smartphone hat hier noch eine Taschenlampe. Dann wären wir im Prinzip bei der Ersatztaschenlampe wieder zurück, wo ich sage, wenn du ein Smartphone hast, kannst du das als Ersatztaschenlampe nutzen. Und hier ist es ja so, ich habe jetzt das, hier die beiden Schlüssel, mein Autoschlüssel, der hier, mein Hausschlüssel mit sonst noch Schlüsseln dran und ups, meine Geldbörse, da sind meine Ausweise drin, Versicherungskarte, Krankenkassenkarte, noch etwas wenig Bargeld, ja, ich zahle meistens Bargeld los, Kreditkarte ist drin, Bankkarte ist drin, ist alles hier drin und das muss ich dort nicht deponieren, weil das ist bei mir griffbereit. Das nehme ich ja jeden Tag, nehme ich das mit. Ich gehe nicht außer Haus ohne mein Portemonnaie, mein Smartphone und meine Schlüssel. Das, ja, machen ja die meisten. Und das muss ich auch nicht separat irgendwo hinstellen. Nein, das weiß ich. Gehe ich raus und ich bin jetzt überzeugt, ich werde das mal probieren. Wenn das wirklich mein Rucksack so gepackt ist, wie lange ich brauche. Aber ich sage es mal, also eine Viertelstunde kann ich das gemütlich nehmen. Reicht sicher sogar noch für eine Tasse Kaffee zu trinken. Würde reichen, weil ich habe dann alles im Rucksack, alles gepackt, zack, rein. Das würde reichen. Und dieser Rucksack muss hier auch nicht direkt neben einem Ausgang sein. Der kann ja irgendwo, vielleicht nicht im Keller versteckt, aber zum Beispiel im Schaft. Ich muss entschuldigen, ich muss da so eine Unterbrüche machen. Ich habe so ein leichtes Kratzen im Hals. Also ich habe immer Hustenreiz, weil ich so viel rede und rede und rede. Ja, wie gesagt, dieser Rucksack muss ja nicht direkt neben der Haustür sein. Der kann irgendwo im Schaf oder in einem Zimmer oder irgendwo in einem Büro sein, wo ich weiß, ah, ich kann den nehmen und raus ist und kann den mitnehmen und raus mit dem. Und dann, was noch wichtig ist, wenn man so einen Rucksack hat, ist der gut und recht. Da sind Kleider drin. Die Kleider, das ist jetzt nicht so das Problem. Lebensmittel, Medikamente, Wasser, das hat alles Ablaufdatums. Und hier mache ich so, für mich setze ich mal ein Datum, ich schaue, was hat das Datum, das am ehesten abläuft. Und dann werde ich den Rucksack auspacken, inklusive Kleider, alles. Und dann werde ich die Kleider im Prinzip ersetzen, die mal waschen, weil das sind Kleider drin, die ich im normalen Gebrauch habe. Also das sind T-Shirts, die ich anziehe eigentlich. Sockenunterwäsche, das ist nicht eine spezielle Unterwäsche oder eine alte Unterwäsche, sondern das ist normale Unterwäsche, die ich im Prinzip Socken, alles trage ich täglich. Dass ich da immer so einen Rhythmus mache, vielleicht ist es ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr, muss schauen, das geht. Auch die Medikamente würde ich die dann austauschen und dann im Prinzip wieder neue rein, sodass man im Prinzip immer das Ganze so ein bisschen aktualisiert hat. Die Batterien haben ja auch irgendwann ein Ablaufdatum, würde ich auch schauen, dass man die verbraucht. Ansonsten der Rest ist eigentlich ja die Seife, lass Seife sein, Zahnpasta. Ja, lass Zahnpasta sein, glaube ich, würde ich jetzt, ja, so, vielleicht nicht gerade 20 Jahre, aber so wie die 2 oder 3 Jahre drin ist, das spielt da keine Rolle. Finde ich Deo sowieso auch nicht und ja, das ist die Idee, die ich eigentlich noch so habe. Ich habe noch überlegt, zuerst so eine Liste zu machen, dann auf den Rucksack und soll ich da dann Datum aufschreiben, gewechselt habe, und muss sagen, nein, du machst dir einfach ein Remember,
und sagst an diesem Datum, okay, jetzt muss ich schauen, Rucksack nach vorne, alles raus, mal schauen, ist noch alles gut? Oder Wäsche auspacken, waschen. Und darum muss ich sagen, ist hier jetzt so ein Beutel da. Ach, das würde ich vielleicht 2 oder 3 Jahre, das ist ja nur ein Tuch. Ja, aber da finde ich, so ein Beutel ist nicht schlimm, wenn man sagt, okay, komm, wir öffnen den. Du kannst den ja sogar öffnen. Du kannst ein größere Bits nehmen und dann schneidest du ihn auf und kannst den wieder benutzen, um zu vakuumieren. Da kannst du den vielleicht 3-mal nehmen, und wenn wir jetzt ein halbes Jahr nehmen, hast du 1,5 Jahre, wo du diesen Beutel benutzt hast. Und das ist von mir aus gesehen dann wegen dem Plastikverschweißen okay. Ja, jetzt bin ich eigentlich durch mit dem Video. Aber das mal alles so erklärt und vorgestellt habe. Ich habe jetzt wirklich, ja, das ist gut eine Stunde, habe ich jetzt da, habe ich hier alles gemacht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ist das, was ich jetzt erzählt habe, ist das absoluter Bullshit? Sagt ihr, nein, das braucht jetzt wirklich nicht? Oder ist es eigentlich gut, ist das zu viel, zu wenig? Aber für mich ist es wirklich, es kostet wirklich nicht viel, das zu machen. Man könnte jetzt den Rucksack noch überlegen, aber ich habe jetzt den, ich kaufe nicht unbedingt einen neuen. Vielleicht könnte man ein weniger, also grün, heute gibt es viele grüne Rucksäcke, spielt keine Rolle. Ja, gut, wie gesagt, bin gespannt. Wenn ihr Lust habt, schreibt rein in die Kommentare, gebt mir Infos, Tipps, Verbesserungen, Verschlechterungen, wie auch immer. Aber ich finde, das ist doch nicht der falsche Weg, den ich dann da gehe mit dem ganzen Zusammenpacken. Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht ein Rucksack, also finde ich, und ich glaube, da bin ich nicht ganz falsch, ein Rucksack für den Wald. Sondern das ist wirklich ein realistisches, was ich sagen kann, das so läuft jetzt realistisch ab. Würde ich jetzt sagen, dass, ja, wir sind hier nicht irgendwo in der Pampa, wo du hunderte von Kilometern keine Seele hast, alles, sondern das sind gut vernetzt, gute Infrastruktur, gute Logistikeinrichtungen, oder? Von dem her, glaube ich jetzt, könnte ich mir vorstellen, wie so ablaufen, und hier mit meinem kleinen Komfortpaket könnte ich mir das Ganze sicher vereinfachen. In diesem Sinne sage ich wie immer natürlich danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben und Daumen nach unten, egal. Hier und hier weitere Videos. Da oben ein Abo dalassen. Freue mich riesig über jeden neuen Abonnenten und natürlich auch über jeden bestehenden Abonnenten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.